Let's go. Das sieht zwar komisch aus mit der Leiste und so, aber passt schon. Ja, oh, Tränke umsonst. Lies mir doch die Texte durch hier. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zweiblattdorf. Oh, Lucio. Lucius. Lucio. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit der... Professor wartet bereits. Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Dann wollen wir mal reingehen. Was zum? Oh, du bist Sarashi. Hör mal, dieser alte Typ. Angst macht er mir keine, aber er steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mache mich vom Acker. Bis bald. Was war das denn? Dein Freund scheint es ja mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei. Gehen wir rein. Da bist du endlich. Rashi war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Verstehe ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Schellers einfach. Ich habe noch genug weitere. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Hey, hey, hey.
Wie soll ich unser Schellast nennen? Möchte jemand ein Schellast sein? Aber wisst ihr was? Es ist ein Schellast und das ist das Haupt-Pokémon von ihr. Ich nenne es mal nach mir. Verstehe, bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Ja! Das ist Zweneta 2143! Mein Freund Fubuki hat mir erzählt, was dich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht. Auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Schellast anvertrauen. Dann bin ich erleichtert, dass du so nett zu Pokémon bist. Mir zocken hier. Wenn nämlich so wäre... Nein, das will ich mir gar nicht erst vorstellen. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Albe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mit Hilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Na komm. Die Antwort gefällt mir. Ah ja, ist ja gut. Mit Nein Antwort. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon hat. Aufzeichnet, den du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. So ein Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel,
Doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Zeit zum Aufbruch. Los, Arashi, dies ist der Beginn deines großen Abenteuers! Darf ich mich wieder hinlegen? Ich helfe dem Professor übrigens ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Du und ich, wir haben also gewissermaßen das gleiche Ziel vor Augen. Ich werde dir später auch noch das ein oder andere erklären. Pokédex und so. Hey Arashi, ich möchte dir ein paar Dinge erklären. Folge mir bitte. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frisch gebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Ach, da fällt mir ein. Vergiss nicht zu Hause Bescheid zu geben, dass der Professor Abe bei der Erstellung des Pokédex helfen wird. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen. Da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Lass aber vorher noch deine Pokémon im Pokémon Center heilen. So reißt es sich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut!
esse eine Kleinigkeit, das wird nicht lange dauern. Ich beeil mich. Pokémon Markt. Oh, ich kann schon Pokébälle kaufen. Das kommt ein bisschen überraschend. Das war sonst nicht so, glaube ich. Ach komm, wir kaufen alles jetzt. Nein! Ich wollte doch... Ich hab kein Geld mehr! No! So. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Vergiss aber gerade zu Beginn deines Abenteuers nicht, sie regelmäßig im Pokémon Center zu heilen zu lassen, während du sie trainierst. Ein guter Trainer achtet stets darauf, dass seine Pokémon nicht zu viele KP verlieren und bewahrt sie somit davor, kampfunfähig zu werden. Naja, für den Anfang brauche ich das schon. Ich will nicht nach ein paar Schritten wieder ins Center zu gehen, weil... ja. Wer bist du denn? Oh, du bist Arashi? Ach, dann hilfst du doch bestimmt dem Professor bei seinem Pokédex, oder? Wow, mein großer Bruder macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Ich wollte nicht raus. Ah, Professor Albe ist also zurück. Er ist ein bemerkenswerter Mann, der schon seit vier Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und mein Enkelkind gehen ihm aktuell mit seinen Forschungen zur Hand. Ein Blick auf den PC. Ja. Warum steht bei jedem das gleich auf dem PC? Was ist da los? Ah! Pokémon Center! Wir haben zwar nicht viel Schaden bekommen, aber hey! Schwester Joy! Ich finde es nur schade, dass die nicht Sachen genommen haben, die im alten, also in den neueren Pokémon-Teilen drin waren, die sich gut bewährt haben. Ich glaube, wir müssen nämlich immer an den PC, um Pokémon hin und her zu schicken.
18 Boxen also. Ist das der Online-Schalter? Nee, das ist der Online. Ah, okay. Willst du mir jetzt zeigen, wie man Pokémon fängt? Oder? Arashi, hast du daheim schon erzählt, dass du dem Professor helfen willst? Lass mich raten, das hast du noch nicht! Wie? Ich verstehe ja, dass du es kaum erwarten kannst, all die vielen Pokémon zu sehen. Aber du solltest trotzdem zu Hause Bescheid sagen, damit sich niemand unnötig um dich sorgt. So. Ja gut. Das da war mein Haus, ne? Willkommen zurück, Arashi! Mama, ich muss los, tschüss! Geht's dir und deinen Pokémon gut? Ruh dich doch ein wenig aus. Pokémon Center umsonst gewesen. Was gibt's, Arashi? Donnerwetter! Sorry. Professor Alba hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut? Dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, wo ich kann. Richtig, ich habe etwas für dich, was du sicher gut gebrauchen kannst, Arashi. Abenteuernotizen. Du verschaust die Abenteuernotizen in der Basis-Item-Tasche. Wenn du dich deinem Abenteuer etwas stutzig machst, oder dir unverständlich erscheint, dann sieh sie in deinem Abenteuernotizen nach. Dort solltest du fündig werden. Wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer dein Pokémon zur Seite. Du musst dich nie einsam fühlen. Oh, ich würde dich vermissen. Ach, wie gerne würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Haha, keine Sorge, ich mache nur Spaß. Arashi, wirklich. Zieh du ruhig los und genieß dein Abenteuer. Ich halte hier so lange die Stellung. Denn wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Doch schau ab und zu mal zu Hause vorbei. Schließlich möchte ich ja auch all deiner neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Hier werden alle Infos verzeichnet, die dir auf deinem Abenteuer von Nutzen sein könnten. Du kannst über die Basis-Item-Tasche deines Beutels darauf zugreifen.
Entschuldigt die Störung, aber steckt mein kleiner Fubuki zufällig hier? Der Fubuki steckt hier nirgendwo! Oh nein, tut mir leid. Verstehe. Dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war er. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge. Aji bringt ihm das sicher gerne. Das machst du doch nicht wahr, Aji? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Vielen Dank. Dann gib Fubuki das hier von mir. Du verstaust das Paket in der Basis-Item-Tasche. Gut und viel Spaß auf deinem Abenteuer, Rashi. Lass mich rasch überlegen, wo er sein könnte. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmals. Warte mal, Arashi, du hast etwas Wichtiges vergessen. Was? Ich wusste doch, dass dir diese Mütze gut stehen würde. Also dann, mach's gut. Ach, ihr habt eine Mütze bekommen, habe ich gar nicht